können wir so Susi sagen. Haben Sie Kaffee? Mein Mann ist weg. Können Sie eine Kaffeemaschine nicht bedienen? Ich will einfach Mistmeldung aufgeben und keinen Kaffee trinken. Aus unserer Erfahrung weiss ich, dass so Gespräche am besten mit ruhigem Blut funktionieren. Darum schlage ich vor, dass wir zuerst einmal miteinander ein Höckchen, einen Kaffee trinken und vielleicht noch da so ein Baselenkchen. Ich habe noch Tee. Ja, solange die doch eine Krone abspülen, ist alles ja nicht. Ich mache Ihnen einen Tee. Haben Sie schon mal in der Firma von Ihrem Mann angerufen? Vielleicht wissen die ja noch was. Ich habe es probiert, aber es verschwindet. Oh, ja, verwundert mich nicht. Wie der Dinosaurier. Normalerweise haben wir kein Problem damit. Aber als ich probiert habe, ins Geschäft vom Walter anzureiten, ist plötzlich die Polizei dran. Aha, Polizei? Nun, dann haben Sie die richtige Nummer verwünscht. Dann haben Sie Heidi. Ja, schon. Aber nur für Notfälle. Ich interessiere mich überhaupt nicht für die öffentliche Technik. Ja, doch, wenn das ein Notfall ist, küsse ich dafür mal sagen. Ist es auch? Ja, dann brauchen Sie doch nicht lachen! Ich habe ja nicht gewusst, dass das Telefon spinnt, bis Sie am Apparat waren. Gut. Ich schaue, dass Sie knapp in der Firma für Ihren Mann erkundigt haben. Zum Glück sind Sie da. Wären Sie mir nicht mal einen Tee machen, Frau Meier? Susi, ich habe ja den Tee. Moment. Moment. Der Tee! Köpfe will ich tanzen. Wie? Wunderbar. Mein Traumberuf. Wir sind im Golfenalter. Schön. Der Walter hat auch immer Polizist werden. Aha. Aber er ist leider durch einen Sporttest gekriegt. Ah, pa. Hat sie den Sporttest beim ersten Mal bestanden? Weiß ich nicht was. Der Sporttest. Ein Sporttee? Probieren Sie. Was ist das für Tee? Mein eigenes Schwarztee-Rezept. Mein Handy! Alles noch nicht Schwarztee, Frau Meier! Der Walter wird gar keine Freude haben, wenn das kaputt ist. Der Walter wird jetzt andere Sorgen haben als das kaputte Handy von seiner Frau. Was? Wieso? Meinen Sie, es ist ihm etwas passiert? Ich meine, dass Sie mir jetzt langsam sagen sollten, was ist da passiert. Okay, Sie her. Heute noch. Zack, hopp. Ich lasse. Er ist weg. Ja. Schon die ganze Nacht. Ja. Gestern habe ich noch gemeint, er müsse länger arbeiten und bin schon schlafen. Ja. Aber wo sein Bett heute unberührt war. Ist das schon mal vorgekommen? Nein, wo denken Sie hin? Mein Walter wird nie die ganze Nacht wegbleiben, ohne mir etwas zu sagen. Ja, vielleicht hat er einfach mal eine kleine Auszeit gebraucht. Eine Auszeit? Denken Sie, er hat sich etwas angeschaut? Ja, gibt's denn einen Grund dazu? Was? Nein, wir haben doch kein Problem. Es ist alles gut. Wir haben es doch immer schön hier. Ja, da kann ich mir vorstellen, da. Wollen Sie eigentlich nicht einmal etwas notieren? Ein paar schlaue Fragen stellen? Irgendetwas machen, dass mein Walter wieder führen kann? Ich bin ja drei. Das ist eine Vorbeurteilung für den Fall. Sie haben wahrscheinlich müssen wir sowieso noch einen Spezialist beiziehen. Ein Spezialist? Jesus! Von was für Rache reden mich doch? Ja, dann muss ich jetzt erst noch herausfinden, Frau Meier. Also, er ist momentan von gar mit der Ahnung. Ja, dann muss ich jetzt erst noch untersuchen. Den gehst du jetzt besser. Ich brauche jetzt einen Spezialisten. Ja, geh doch los, Herr. Die Türen ist am Weg nach draußen und die ist dort. Ja. Raus! Frau Meier! Use! Ja, aber Frau Meier. Mist, ich bin nicht einmal in der Lage, in meiner Notsituation zu helfen. Aber Frau Meier, ich bin wieder da. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich in meiner
Notsituation ist. Sie haben eine spezielle Spellebizie. Dann muss es eine Notsituation sein. Aber der Spezialist muss doch zuerst herausfinden, ob der Walter auch in einer Notsituation ist. Ach, ich weiss doch, dass da etwas nicht stimmt. Frau Meier, wenn Sie wollen, dass wir Ihnen helfen, dann müssen Sie uns auch helfen. Ja, wie denn? Haben Sie einen Laptop? Was? Wieso ein Laptop? Finden Sie mich mal. Ich bin hier, wie Sie auf dem Laptop sein. Wie werden Sie auf meinem Laptop Spuren finden? Das verstand ich nicht. Aber Frau Meier, das ist genau mein Patron, bin ja da. Ja, doch. Walter hat einen Laptop. Wo ist er? Ach, da gebe ich Ihnen nicht. Der Laptop ist am Walter sein Heiligtum. Ja, er hört nicht in fremde Hände. Schluss! Sie finden den Walter auch ohne Laptop. Gut, Frau Meier. Susi. Susi. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas Spezielles am Walter aufgefallen? Er hat doch unregelmäßigere Arbeitszeiten gehabt als sonst. Aha, unregelmäßig. Lange Leitung. Unregelmäßiger heisst nicht immer zur gleichen Zeit. Und das heisst, er ist dann immer später her? Nein, im Gegenteil. Eher früher. Häufig hat er noch den Halbtag müssen arbeiten. Aha, aber er hat immer noch den gleichen Job. Ja, ja. Seht, Walter hat einen guten Job. Er ist ein wichtiger Mann. Aber der Firma geht es halt nicht so gut. Wenig Arbeit, starke Franken, Sie wissen ja. Frau Meier? Ist Ihr Mann immer ehrlich mit Ihnen? Was wollen Sie jetzt mit dem sagen? In jeder Nähe gibt es Geheimnis. Die müssen nicht schlimm sein. Aber Sie sind vorhanden. Ja, vielleicht das haben wir ja unser Tabu-Kästchen. Ich weiß was. Das Tabu-Kästchen. Meins ist links und dem Walter seins ist rechts. Und da rein? Bewahren wir Sachen auf, die wir für uns behalten wollen. Ja, das sagen Sie mir erst jetzt! Keine Chance. Wir schließen unser Tabu-Kästchen zuverlässig ab. Und wo ist die Schlüssel? Drei Täter bis hier. Kreuz, Satan! Ist das so wichtig? Ja, aber Frau Meier, da hinten könnt ihr einen richtigen Hinweis sehen, wo der Walter vielleicht versteckt ist. Er meint auf dem Laptop. Ja, da sicher schon, aber einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder. Aber ist Tabu-Kästchen, darf eigentlich niemand reinschauen. Ja, selbstverständlich, ich bin gleich wieder da.